Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wenn du meinst. Ja, hier hängt ja jemand. Egal, wir suchen jetzt mal, vielleicht doch lieber mal den Coverlord auf, damit wir hier mal die, wo war denn das? Das gleiche Mal ein bisschen üben können. Wir gehen hier auch noch einmal an der Urheberrechtsverletzung hier vorbei. Boah. Ich finde das so schade, dass YouTube da so einen Stress macht wegen der Musik. Also, ich finde das wirklich so schade. Nee, Kapalon war doch in die andere Richtung, ne? Der andere Ausgang. Müssen wir da noch? Und dann kommen wir quatschen auf einmal nochmal mit Diego. Für Gomez. Für Gomez. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Kannst du mir noch was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. So, komm, machen wir. Nee, wir machen das nicht. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, das glaube ich. Was soll ich machen, wenn ich. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Jo, alles mach's klar. Gut. So, gut. Gehen wir mal weiter. Was ist mit Matt? Kann den ich noch Streit vergisst du, okay? Okay, mit dem kann ich nicht noch weiter quatschen. Jetzt irgendwie habe ich voll Mitleid mit Mann. Der tut mir jetzt irgendwie voll leid. So, von den dreien kann ich ja nichts lernen. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Mal gucken, wer mir sonst noch irgendwie was beibringen kann. Der letzte Scheiß. Wir sind aber auch schon Level 9. Wahrscheinlich halten wir uns jetzt nur halt für den Überping. Sind aber nichts wert immer noch in der Welt. Obwohl gegen ein paar Gegner kommen wir ja schon an. Immerhin. So, wo war der Weg nochmal ins neue Lager? Ne, hier war es doch falsch. Hätten wir doch den anderen Ausgang nehmen sollen. Egal, dann nehmen wir jetzt halt hier den Weg. Ah, genau, Pacho. Genau, hier geht's ja erstmal durch die Berglandschaft. Genau, hier geht dann den Orks erstmal vorbei. Und den Orkhunden. Da sind gleich 6 Stück. Sonst gibt es hier irgendwie keinen Weg. Ich will irgendwie einen, auf den Turm da hoch. Ne, hier komme ich nicht weiter. Ich muss doch durch den anderen Eingang, Ausgang durch. So, die Frage ist, ist eigentlich Patrol stark genug, wenn die Orks hier durchkommen wollen? Die alle auszuschalten? Oder geht er drauf? Denn wenn er drauf geht, dann oder eh drauf gehen würde, dann würde ich lieber die Erfahrungspunkte für ihn mitnehmen wollen. Boah, lass mal hier rumgehen. Ja, und da haben wir auch noch eine Höhle. Ich glaube, das ist die Höhle, wo Neck drin war. Kann das sein? Nee, das war nur so eine Höhle, okay. Und zur alten Mine müssen wir auch noch. Und gucken, ob wir gegen die Minecrawler ankommen. Ob wir schon stark genug für die sind oder nicht. So, die
Waldbeere nehme ich noch mit. Waldbeere. Ich kann geil gedeutschen. Bin richtig gut darin. Genau, hier mussten wir hin zum neuen Lager. Beziehungsweise zu Kavalon. So, mal gucken, ob der uns jetzt langsam was beibringen kann. Zumindest schleichen. Schleichen wäre jetzt nämlich schon super. Für Gomez. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schleichen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du in Hütten eindringen willst oder dich von hinten an jemanden anschleichst. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden besser im Blick und deinen Körper besser unter Kontrolle. Aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt. Also, lass dich von keinem hier beim Schleichen sehen. Beachte das, was ich dir sage. Und vor allem, lass dich nie erwischen. Okay, Bogenstufe 1, auch noch 10 Lernpunkte. Aber Bogen brauchen wir erstmal noch nicht. So, okay, nicht die Map. Ich wollte hier. So, Schleichen haben wir schon mal gelernt. Also, ich weiß jetzt, wird da auch noch gemeistert stehen? Weiß ich nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch einiges lernen. Vielleicht mache ich jetzt hier auch nochmal ein Safe Game. Und dann gehen wir mal zur alten Mine. Gucken wir mal, wie wir jetzt gegen die Minecrawler ankommen. Das sind auf jeden Fall ordentlich dann Erfahrungspunkte und wir brauchen auch nicht mehr so viel, um die nächsten 10 Punkte dazu kriegen. Zur alten Mine. Überlebe ich es hier? Nein. Doch, ich habe es überlebt. Okay. Genau, hier geht es zum neuen Lager und da zur alten Mine. Aber wir haben es überlebt, den Sturz. Immerhin. Mal gucken, ob hier auch noch irgendwelche noch. Ja, das ist ein neues Viecher. Geil. Okay, wenigstens nur einer. So, da hinten gibt es auch wieder neue. Aber das war es sonst irgendwie. Okay, sind nicht alle wieder gerespawnt nach dem neuen Kapitel. Wenigstens haben wir da vorne gleich Fleisch. Bitte hat sich hier auch noch was gerespawnt.
Ne, hier geht's aber auch nirgendwo weiter. Schade. Schade, schade. Aber ich hoffe wirklich, wir sind stark genug gegen die Mindcrawler. Dann können wir da gleich einiges an Erfahrungspunkte sammeln. Komm, wir gehen mal darum. Hier ist aber auch nichts neu hinzugekommen, ne? Dem Anschein nach. Egal, dann gehen wir mal da rein. Schade, dass wir nicht schneller laufen können. Hier aber auch irgendwie niemand. Spitzhacke haben wir aber auch nicht mehr, oder? Wir haben keine mehr Mitte. Wir haben keine Spitzhacke mehr. Okay, haben wir verkauft. Okay, aber auch gut, weil wir nicht vorhaben zu schlürfen. So. Quatschen wir mal mit Drake. Für Gomez. Für Gomez. Wir sehen uns. Kann ich da machen? Nö, du kommst hier nicht vorbei. So, Santino? Für Gomez! Für Gomez! Tauschen? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Ich will nur dein Erz, ja? Bolzen, Pfeile. Sonst hat der... nicht wirklich was. So, komm. 16. Habe ich noch irgendwas, was ich ihm andrehen kann? Steinwurzel vielleicht. Was macht Steinwurzel? Nochmal, das ist für Mana. So. Alles andere gibt Lebensenergie. Doch, hier, Mana. Ja, okay. Machen wir die 50 Erz weg. So. Jetzt ist er pleite. Ist aber nicht unser Problem. Templer. Was macht der Templer hier? Die Musik hat sich hier auch schon ein bisschen verändert. Bevor wir da reingehen, einmal ein Save-Game machen. Ach ne, hier sind die Buddler. Hier ist man noch sicher, okay. Nicht runterfallen. Randig. Für Gomez. Für Gomez. Gott ist. Was sind das da? Ich glaube, da unten sind die Minecrawler. Deswegen sieht das so aus. Das sind so eine Art Spinnennetz oder so. Minecrawler-Netze. Oh, eine Fackel. Kann ich die Fackel ausrüsten? Ah, okay. Mal viel, viel besser. Noch eine Fackel. Dann haben wir eine Reserve. Dann können wir auch was sehen. Endlich mal. Die Wachen erwischen mich nie.
Wie meinst du das? Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Was passiert? Komm, wir probieren es mal aus. In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Ich werde ihm... Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Interessanter Dude auf jeden Fall. Wenigstens einmal ausprobiert, aber... Obwohl, wir verdienen eh genug Erz. Und beim alten Lager haben wir es eh, glaube ich, schon verschissen. Und so, wie wir da irgendwen umlegen. So, aber egal, wir gehen jetzt hier mal weiter. Lieber nicht so. Nehmen wir mal mit. Snipes. Komm, gehen wir da lang. Oh, ich habe vergessen, wie tief es hier nochmal runter ging. Für die Quest aber hier für die Sektenspinner, wie die hier genannt werden, reicht, glaube ich, ein Minecrawler, oder? Sekret der Minecrawler. Der Guru Kor Kalom hat mich beauftragt, in der alten Mine nach einer Quelle für Minecrawler-Sekret zu suchen. Bisher wurden dafür die Zangen dieser Monster benutzt. Doch ich soll etwas anderes Besonderes finden, aus dem man ein besonderes starkes Sekret herstellen könnte. Das heißt, ich habe eh keine Wahl, außer tief reinzugehen. Komm, Ian. Für Gomez! Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Okay. Die Quest hat sie wahrscheinlich... Ja, Ian, der Minenboss, will mir nicht helfen, das Nest zu finden. Ich soll ihm erst ein neues Zahnrad für ihren kaputten Erzstampfer besorgen. Er erwähnte einen verlassenen Nebenstollen, in dem er... In dem sich noch ein alter Stampfer befinden soll. Ja, okay. Das heißt, ich habe keine andere Wahl, als hier... mich von den Minecrawlern töten zu lassen. Gehe ich mal von aus. So. Wieso habe ich das, die Fackel fallen lassen? Okay, es ist möglich. Wir haben schon einige von denen erledigt. Aber ich raff es nicht, warum ich jetzt die Fackel fallen lassen habe.
Aber wir sind schon gut genug gerüstet. So, und noch einmal Serapis. Ich weiß, wo ich damit hingehen werde. Aber ich muss hier. Rabenkraut? War hier nicht noch einer? Wo ist die Fackel hin? Ich hatte hier doch gerade noch einen gekillt gehabt. Wo ist denn der hin? Da. So, jetzt müssen wir aber wieder schnell was futtern. Wo haben wir Futter? Da haben wir Futter. Schnappen wir uns mal unsere Fackel wieder. Zu tun habe. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Okay, die Fackel bin ich los. Gut, dann machen wir hier ein Safe Game. Ich glaube, wir können was anderes sehen. Schauen mal, wie wir hier eventuell weitermachen, wo es weitergeht. Hier definitiv erstmal nicht. Vielleicht. Hier geht es auf jeden Fall nach oben. Jo. Was ist denn das? Ein Ring. Ich habe keine Ahnung, was der Ring jetzt macht, den wir gefunden haben. So, Schutz vor Feuer 3. Den kann ich jetzt aber nicht anziehen, weil ich hier Ring der Lebenskraft und Mordrax-Ring. Geschicklichkeitsbonus plus 5. Lebensenergie 10. Schutz vor Feuer. Ja, okay, dann kann ich den ja verkaufen. Da springe ich lieber nicht runter. Könnte gefährlich werden. Können wir eventuell nicht überleben. Ah! Wo kommst du denn her? Sonst nirgendwo in Wien Eingang, oder? Wie viel haben wir jetzt Erfahrungspunkte bekommen? Noch ein bisschen. Jetzt sind wir wieder ein Level höher. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt nochmal runterkommen. Da ist ja auch noch ein Eingang. Wo es weitergeht. Aha. Boah. Ich wünschte, ich könnte hier was sehen. Ich sehe gerade gar nichts. Wie viele Mindcrawler sind hier gerade? Nur zwei sehe ich. Ja, zwei. Hm?
bin. Kann sein, dass ich hier jetzt drauf gehe. Ja! Boah! Schnell eben. Voran. Warte mal, erstmal den Seraphis leer machen. So, was haben wir hier? Fleischwanzen-Ragout. Gibt nicht besonders viele Lebenspunkte wieder, aber egal. Nehmen wir mit. Das waren sogar drei von denen. Aber egal, wir haben hier befreit. So, dann nochmal ein Safe Game. Zahnrad. Hä? Ich habe hier auch erstmal alles voll geblutet. Der hier ist kaputt. Mal gucken, was es hier sonst noch gibt. Nein! Jetzt bin ich die Fackel auch los. Ne, doch nicht. Rabenkraut. Nehmen wir mal mit. Sehr viel Rabenkraut hier. Aber ich gehe mal von aus, dass das jetzt der Zahnrad war, den Ian haben wollte. Das ist echt viel Rabenkraut hier. Okay, den kann ich nicht anvisieren. So, okay, gut, dann gehen wir wieder hoch. Den Schacht haben wir aber erstmal befreit. Immer gut. So. Mal gucken, hier gibt es doch bestimmt noch mehr Eingänge. Genau, die Butler hier. Ist. Butler, Butler. Ich frage mich, was macht Gornavid und Gornakor. Ich habe keine Ahnung, was die hier machen. Da geht's auch noch zu meinen Crawlern. Für Gomez. Für Gomez. Kannst du mir Erz geben? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Klar. So. Was kann ich ihm anbieten? Crawler Zangen. Morad. Den brauche ich noch. Den brauche ich noch. Was kann ich ihm anbieten? Genau, hier, den Flammenschutzring. Wie die Hälfte der... Beschiss. Das ist ja Beschiss. Orksklave. So, mal gucken, was ich hier sonst noch finden kann. So, Spiel speichern. Der sieht nämlich ein bisschen größer aus als die anderen. Und so, die
Kacke sind wir auch von ihm. Ne, das. Ja, komm. Kommt da noch einer? Ja. Obwohl, der kommt nicht so richtig hier hin. Alter, was liegt denn hier alles rum? Trank, Steinbrecher, noch ein Trank, Höhlenpilz. Ich habe so das Gefühl, hier ist irgendwo noch einer. Den habe ich aber schon gebootet, ja. Okay, bisher haben wir jetzt alle hier, bis auf den Eingang da hinten, befreit von den Minecrawlern. Eingang fehlt hier noch, von dem ich mitbekommen habe. Der da hinten, genau, der hier. Ich sehe nichts. Schnell was futtern. Hier war Futter. Ne, Mana-Bonus wollen wir nicht. Preis. Ne, wir machen das hier. Die Heilkräuter. Und Sklavenbrot. Pfeile. Okay. Knochenbogen. Könnte jetzt wirklich noch mal eine Fackel gebrauchen. Aber hier waren jetzt gleich 4 von den Minecraftern. Ja, aber gut, dann in der nächsten Folge gehen wir noch mal weiter rein und sehen zu, dass wir hier noch irgendwie ein bisschen was finden, erkunden, entdecken, was auch immer. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.